Hallo Freunde, Freundinnen, Energiehausbauer und Immobilienbesitzer. Da ist wieder Dokas Immobilien, der Immobilienbetriebsberater. Und wir haben wieder Neues im Energiehaus. Und wir sehen ja, wir haben 2022, die Gaspreise explodieren und die Benzinpreise explodieren und alles explodiert. Also das heißt im Grunde immer, wir müssen die Nebenkosten von Häusern gering halten. Ja gut, und da sind die Häuser halt richtig eingepackt. Das heißt, Energie, die nicht verbraucht und ist die günstigste. Wir haben dazu Maschinen gebaut und seht ihr selber, Maschinen entwickelt als Maschinenbau. Sind die Dokas Immobilien, also ich bin Doka-Fan. Ja gut, und ihr seht ja selber, man kann da tolle Häuser bauen. Und dass ihr auch seht, dass ich da vom Fach bin, ist tatsächlich so, dass wir Häuser isolieren. Gut. Und in 2022 die Ukraine-Krise, ja gut, es wird schon mit Russland und so weiter. Ja, Deutschland hat Waffen geliefert und so weiter. Mal gucken, was da passiert. Und, ja gut, machen wir ein bisschen Musik. Mal gucken, ich habe die Seiler da, das ist der Testsieger der Mundharmonikas. Und dann tun wir noch ein bisschen Musik machen, mal ohne Keyboard, ohne Akkordeon. Und you have a wanna fun, we have fun, we are the homebuilders in the sun. Yes, we have a very good lucking and we are, yes. Hab wirklich Spaß am Haus isolieren. Da nimmt man gute Ware. Und das ist Zellulose, da haben wir noch Hanf, da haben wir noch Holzweichfaser, da haben wir noch Rockwool oder auch Glaswool. Ja, also es gibt alles Mögliche. Hauptsache die Häuser gehen von 4000 Liter Verbrauch, also Einfamilienhaus, runter auf was haben wir, 1000 Liter, also 80% so ungefähr. Können wir sparen. So, jetzt machen wir eine gute Spaghetti-Burger. Ich wünsche euch was, viel Spaß.